Ja, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Explorers Guide. Heute, wie gesagt, mit Gastkommentator und wahrscheinlich auch in den nächsten zwei Parts. Stell dir dich doch mal kurz vor. Ich bin Murphy. Drink hat den Namen ja fast schon genannt in einem vorhergegangenen Part. Und ja, ich mache auch Let's Plays und habe mir gedacht, jetzt mache ich den Gastkommentator bei Pokémon Explorers Guide. Genau, jetzt machen wir jetzt einfach mal drei Parts und schauen mal, was passiert. Also, ich werde jetzt zuerst mal zurück in die Safari-Zone gehen, weil da so ein voll geiler Typ war, der mir gesagt hat, boah, wenn du jetzt den Orden hast, dann gebe ich dir was richtig Cooles. Ich habe eine Vermutung, was es ist. Kannst du es dir auch denken? Nein, natürlich kann ich es mir nicht denken. Ich gehe mal davon aus, dass er mir eine VM geben will. Ach ja, ich sollte noch mit dem Typen reden. Wahrscheinlich aus dem Originalspiel entnommen, da hat doch auch ein Typ in der Safari-Zone ein VM gegeben. Ja, genau. Ich schätze mal, dass es Stärke sein wird. Ich sollte übrigens nochmal unbedingt mit dem Typen rechts reden, hat mir einer meiner Zuschauer gesagt, das haben wir das auch getan, das war sehr wichtig. Oh, diese Musik, ne, die ist cool. So, wo war denn jetzt das Haus? Das ist Frage Nummer 1. Yeah, das ist natürlich cool. Vielleicht finden wir noch ein wildes Pokémon und werden wir jetzt hier so rumrasen. Ein weiteres Evoli. Safari, Zone. Ich find's auch schön, wie Safari und Zone auseinandergeschrieben wurde. Ach nee, ist jetzt ja Englisch, deswegen Safari Zone. Safari Zone. Safari Zone. Die Elfenzone. Stimmt. Na, oh, der ist es doch schon, ne? Ja, genau, ja, reingefahren. Nein, dieses blöde Fahrrad, das sich nicht steuern lässt. Er trifft das Haus nicht. Du hast doch, bist doch jetzt hier die Berge. Oh, wir haben voll coole. Oh, du hast die. Wow. Oh, es ist sogar noch Stärke, wie ich gedacht habe. Es ist sogar noch die richtige VM. Cool. AM4. Ich habe mir schon gedacht, dass es Surfer nicht sein kann, weil Surfer viel zu cool wäre. Ja, Surfer ist meistens, also im Original nach dem fünften Orden, glaube ich. Genau, so, jetzt können wir das dann. Ich weiß doch schon genau, wo wir hin müssen damit, das finde ich sehr schön. Wir nehmen wir denn eine Kleinhorn, die Stockball ist. Stockball. Cinderella. Cinderella, ja, meinst du? Ja, wieso nicht? Wir gucken erstmal, was wir attacken können, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ach, das sind noch so unnötige Attacken wie Sand Attack. Ja, das braucht kein Mensch. Aber in der Pokéliga von Originalspiel hat auch schon jemand seinen Google eingesetzt, glaube ich. Es war mega cool. Ja, da gab's einen. Ja, es war Esther von der fünften Generation bei Schwarz und Weiß 1. So, da sind wir auch schon fertig hier, dann können wir wieder zurück zum Glück. Oder gibt's hier noch irgendwo, wo ich. Oh, da waren wir noch nie mit diesem komischen Sprossending. Was? Hallo, hallo, Typi hier. Ich muss tiefer, aber ich hab mein Bike vergessen. Ja, dann leide noch mal jetzt kurz mein. Ja, toll, wie spring ich denn jetzt? Geil. Einfach Tasten durchdrücken. Ach so, ich habe ja das falsche Fahrrad, stimmt, man braucht ja ein Kunstrad dafür, ich habe ein Eilrad. Ach ja, mit dem man die Tricks macht. Ich habe immer schon mal nachgeguckt beim Fahrradladen, da hat der Typ gesagt, man braucht ein anderes Fahrrad bei einem anderen Fahrradladen. Also man gibt noch einen anderen Fahrradladen. Wow, wie vielseitig. Ja, ich will hier raus, ich brauche hier nichts mehr. Ach ja, ich spiele Pokémon immer so, dass ich allen Pokémon versuche, offensive Attacken beizubringen und möglichst keine, die irgendwelchen Status verändern. Ja, ich auch. Ich meine, es ist fast so eine verschwendete Runde, wenn man erstmal so den Angriff lenken will oder so. Finde ich. Ja, okay. Ja, dann einfach mal. Ich lasse es jetzt mal drin. Ich glaube aber, ich hoffe, der Weg ist nicht so weit. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurückradeln hier. Mal gucken. Jetzt muss ich mich nur noch mal erinnern, wo diese Stelle mit den Steinen genau war. Ach so, das war ja da, wo der Typ mich blockiert hat bei dem einen Eingang. Nee, da will ich jetzt nicht an diesen coolen Ort, wo gar nichts ist. So, nochmal. Das war der beste Teil im vorhergegangenen Part. Oh nein! Oh ja. Ich mag diesen Ort nicht. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Aber ich weiß es nicht, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber wir haben jetzt einen super Schutz und kommen jetzt hier perfekt durch. Ich freue mich. Jetzt pass auf, jetzt habe ich irgendeinen Trainer vergessen und der spricht mich jetzt an. Nein. Ey, war ich da oben schon? Ich glaube, da oben war ich noch nie. Ey, Tatsache, hier war ich noch gar nicht. Oh, ein Item. Das gab es auch im Originalspiel. Aber ja. Das sah anders aus. Oh, ein Hyperball! Kann man da oben auch irgendwie lang? Sieht fast so aus. Nö, da ist dicht. Okay. Fängst du dir eigentlich die legendären Pokémon, wenn sie kommen? Ich werde es auf jeden Fall versuchen, ob ich sie finde. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Ey, sag mal, eigentlich muss es ja noch Fossilien geben, hat doch jemand gesagt. Aber ich finde die nie Fossilien. Na, was soll's. Ja, es geht ja scheiß Schuss da mal aus. Bei Smaragd gab es doch eine extra Höhle für die Fossilien. Stimmt. Na, vielleicht wird sie später noch was tun, ja. So, jetzt fahren wir erstmal wieder den ganzen Weg zurück. Oh, kann ich hier durch? Ja, hier muss ich durch. So, nein, nicht in die Pflanze dabei. Ja, du hast ja auch bemängelt, dass es hier keinen gibt, der die Zeiten misst. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass es rausgenommen wurde. Ja,
Im Original war es ja, du hast 31 Sekunden gebraucht und bist 13 Mal mit irgendwas zusammengestoßen. Ja. Oder so. So bin ich jetzt überhaupt richtig hier doch, ja. So, hier war diese komische Höhle, wo ich jetzt Stärke benutzen darf. Ah, Blitz darf ich auch noch benutzen, yeah. Guck mal. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt der richtige Weg, ey. Ja, nee, was mache ich jetzt? Ja, doch, Schutz wollte ich einsetzen, genau. Dann machen wir Schutz nochmal. Genau, so. Super Schutz. Es ist natürlich die Frage, es gab mehrere Steine, die man hier schieben kann. Wo muss ich denn als erstes hin? Bestimmt kommen wieder solche mega coolen Rätsel. Oh ja, das fängt jetzt schon super. Ach, okay. Wow! Was? Ein verstecktes Item. Ich wollte gerade sagen, das erste versteckte Item des gesamten Spiels. Oh, okay. Macht das aber sehr interessant. Das sieht irgendwie aus wie diese eine Höhle, wo man den Ewigsteiner bekommen hat oder wo man Troy den Brief geben musste. Das ist der gleiche Aufbau hier irgendwie so ein bisschen. Ja, irgendwie schon. Wir sagen jetzt mal ehrlich, das ist doch fast derselbe. Oh shit, okay, da ist der andere Weg anscheinend. Oh mein Gott, das ist jetzt schon wieder Labyrinth, ey. Oh nein! Da ich hätte schon keine Lust drauf irgendwie. Zum maximaler Beleber. Ja, wirklich maximaler Beleber und nicht top. Maximaler Beleber. Ich sehe jetzt schon kommen, wie ich mich hier die ganze Zeit verirre hier. Oh Mann. Ich mag sowas nicht. Oh, hier ist ein Ausgang, da ist bestimmt der andere Eingang einfach nur. Ja. Genau, so jetzt müssen wir. Ah, ich kann sie hochschieben! Pass auf, ich wette nicht, ich kann sie über die Leiter schieben. Richtig cool. Bei einem anderen Pokémon-Spiel gab es ja den Fehler, dass man durch Wände schieben konnte. Ja. Das war auch, aber da konnte man jetzt nicht über Leitern mal schieben. Ja, jetzt bin ich ganz woanders. Ach du meine Güte. Oh ja, es ist jetzt schon cool. Ich glaube, ich werde später nochmal alleine dann hingehen. Und mir das mal. Fall die Steine nicht. Nein, ich wollte nicht. Oh fuck, dieses blöde Höhlensystem, ey. Nein! Ah, da muss ich runter. Gehe ich jetzt mir runter, oder? Oh Gott. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder hier. Oh, finde ich die Höhle jetzt schon. Trenner. Ja, ich weiß, da war ich aber schon, weil ich jetzt wieder runtergesprungen bin. Ach so, ja. Aber warte, dann kann ich rechts noch hoch. Hm, werde ich jetzt einfach rausschneiden, wenn das jetzt noch mindestens 500 Jahre dauert? Nein. Hey, da ist ein Trainer, da müssen wir auch noch irgendwie an den Trainer mit dem Bein rein. Ja, komm, raus hier. Ja. Ach, das war die Höhle mit den zwei Eingängen. Ja, genau. Genau, jetzt fahre ich hier mal wieder rein. Oh, ich darf wieder Dingsbums einsetzen. Ich meine, woanders konnte ich auch noch stärker einsetzen. Ich weiß doch. Ah, na klar! Ich glaube, ich mache das jetzt noch ein bisschen, wenn ich dann hier nicht weiterkomme. Dann gab es ja bei dieser Hafenstadt rechts noch die Stärke, wo man denn das Haus von Mr. April rausmachen konnte da. Ach ja. Da kann ich dann auch noch hin. Oh, jetzt muss ich das hier irgendwie machen. Danke, Blitz. Ja! Oh Gott. So, jetzt ganz langsam. Ich will hier nicht wieder irgendwo runterfallen aus Versehen. Ah, okay, dann muss ich sowieso. Da ist nochmal so eine Fahrradstrecke. Oh je. Yeah. Oh, eine Perle. Ich finde es gut. So. Was ist. Oh, das. Oh, ein Fossil. Das ist ein Fossil. Wo kommen die denn hier einfach hin? Nee, da. Oh. Ah, ja, okay. Ja, das ist die Frage. Darüber springen in die Höhle oder hier hoch? Erstmal, ich gehe erstmal hier hoch. Oh shit, jetzt ganz langsam. Nicht irgendwo runterspringen. Echt, da ist ein Trainer. Oh Gott. Ey, wie groß ist denn das Gebiet? Ah, hier komme ich an Fossil. Ey, ein Fossil. Kriegt man hier vielleicht beide? Vielleicht. Ich nehme es. Oder man muss sich für eins entscheiden. Du hast da. Ja, ich nehme es jetzt einfach mit. Welches war Root? Root ist, glaube ich, für Wheelie und Lili. Lili oder so, wie die heißen. Oh, die sind eh cooler als diese. Ja, komm, springen wir mal hier. Abo oder was das ein ist. Trainer! Ich muss erstmal ausruhen nach meinem Essen. Nur lass einen Kampf haben. Jo. Einfach mal mitten in dieser komischen Höhle einen Kampf machen, warum nicht? Nach meinem Menü. Oh ja, fand ich mal wieder. Ah, das ist ja 20. Sehr praktisch, dass ich jetzt meinen Bubble Beam Dash einsetzen kann. Dü-dü. Hau mal ab. Ja, es haut auch wirklich ab, wenn ich sage, hau mal ab. Hey, es haut doch ab. So, was haben wir denn jetzt noch im Angebot hier? Ein Skip-Loop. Oh, das glaube ich, ich weiß, was es ist. Das müsste das, wie heißt es denn? Hop-Hop-Hip? Nein, wie heißen die Weiterentwicklung von Hop-Hip nochmal? Die Weiterentwicklung von Hop-Hip, Ja, wie heißen die? Hubbelluft, genau. Ich hoffe, was ist es überhaupt? Komm, lass jetzt mein Namensgedächtnis einmal funktionieren, bitte.
Ja! Ja! Das stimmt sogar noch wirklich. Ich will auch vermehrt endlich mal Hellstrom hier einsetzen, weil ich doch so langsam meinen Tauboss haben möchte. Tauboss hätte schon Stil. Ja! Wie dreist! Einfach vergiften ohne Grund. Habe ich überhaupt noch Gegengift und sowas bei? Ach, ich habe bestimmt noch diese Giftbären bei da. In meinem Let's Play hat der Laden viele Antidotes verkauft. Ja, aber ich kann ja dann jetzt nicht seine Antidotes verkaufen. Oh, Level 28, das, so muss das sein. Feather Dance, nee, dem, hat er die Attacke nicht schon mal gehabt? Natürlich, du hast doch Topsy schon Feather Dance gehabt. Einfach normal die Attacke lernen wollen. Richtig cool. Oh nein! Ich nehme diese Attacke nicht an. Ich hatte gerade, ja, das hast du mir gerade erzählt. So, jetzt müssen wir einfach den komischen Giftzeug daraus machen. Und Schutz? Ja. Nee, da, ja, hier. Genau, Schutz machen wir gleich wieder. Use. Schildi, komm mal weg hier mit dem Zeug da so. Meine Schutz gehen mir so langsam aus. Also, ich möchte jetzt nicht noch ein paar Videos hier drin rumhängen. Nur jetzt habe ich das keine Ahnung. Hier ist ein Ausgang, was ist das denn? Hä? Bin ich der. Gute Haar? Okay, ich bin irgendwo. Wie groß ist das denn? Ich glaube, das ist jetzt der richtige Weg. Den ja, ich glaube auch, deswegen fall ich wieder rein. Oh Gott! Nochmal flashen. Musste man das im Original auch machen, dass man jedes Mal, wenn man wieder reinfährt, nochmal machen muss? Wahrscheinlich, oder? Ja. Oh Gott. Nur wenn man von Raum zu Raum wechselt. Ey, wie viel. Ich glaube, ich muss das hier irgendwann mal dann offscreen machen. Das ist ja richtig nervig. Hier kann man ja so viele Wege langfahren. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt momentan gar keinen Bock drauf. Warum auch immer. Oh nein! Und dann kannst du. Was? Wo bin ich denn? Dann kannst du interessanten Dinge reinschneiden. Ja. Ja, richtig cool. Okay, dann werde ich jetzt mal sagen, nö, hier habe ich keinen Bock mehr drauf. Okay, einmal noch, komm, einmal noch. Warum nur? Ja, es passiert einfach nichts, weil ich nichts finde hier rechts. Oh. Oh, okay. Also, aber ich habe das Gefühl, dass Stärkegrenze hier gar nicht möglich sein werden, weil man es sowieso überall hinschieben kann, wo man will. Außer gegen. Es gibt hier so viele Wege, ich muss hier wirklich mal mich in Ruhe umschauen. Ich meine, den einen Wanderer, den ich. Ach, deswegen die zwei Ausgänge. Ey, das Spiel, das ist doch nicht wahr, oder? Das hat mich jetzt original an einem ganz anderen Punkt rausgesetzt. Ist das. Ja. Alter, was ist das denn, Alter? Guck mal, da muss ich irgendwie hin zu dem Typen da. Wie soll ich da hin? Habe ich meinen Schutz nicht mehr an? Was bist du denn? Level 9. Ich möchte dich nicht sehen. Ich kann dir übrigens jetzt schon sagen, ich werde hier den Part so lange schneiden, bis ich mal was finde. Also ich werde jetzt ein bisschen länger als 15 Minuten machen. Jo, da sind wir wieder. Ja. So. Okay, dann wollen wir doch jetzt mal diesen Weg noch lang fahren. Und ich dachte. Nochmal Flash. Erleuchten Sie mich bitte. Oh, da ist der Wanderer. Oh mein Gott. Oh, so ein schöner Doppelkampf. So, ich hab zwar schon über 70 Minuten, aber da ich sowieso viel schneiden werde, kann ich mir das erlauben. Ja. Also dann, hey, Cinderella und Kleinhorn-Kombi. Los geht's! Siehst du das gerade auch, was ich sehe? Ja. Selbst wenn ich diesen Kampf gewinne, bringst du mir gar nichts, weil da oben müsste ich von oben runterspringen. Stimmt. Egal, mach mal den Kampf einfach und ich such dann später einfach von selbst, was es dir gibt. Ja, genau. Ist ein Item links. Ja, wir schauen gleich. Aber erstmal kämpfen wir eine Runde. Oh! Hä, ist das nicht der Arena-Leiter? Der Typ rechts ist ein Arena-Leiter eigentlich. Oh, okay. Aus dem Originalspiel. Ja, das ist Lisandre. Okay. Der ist jetzt hier einfach mal so als Experte. Pokémon-Experte. Dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die anderen Sprites, die ich in den vergangenen Parts als neu bezeichnet habe, auch irgendwo einfach geklaut worden sind. Warum? Wie komme ich darauf? Ha, oh ja, richtig cool. Cinderella ist halt eine Pussy. Was machen wir jetzt am besten? Ja, wir kommen gebildete Angriff. Was sollen wir machen hier, ne? Was macht man, ne? Ja, Makuhita müsste jetzt so langsam mal rauen gehen. Hui! So, weg das mit dir. Ja. Und dann passt der Kampf noch wunderbar rein, weil ich. Oh. Okay. Ja, sonst das ist das. Das ist was? Sonst du nicht doch besser Schildi einsetzen für ihn? Nein, ich habe jetzt zwei sehr effektive Attacken. Oh.
Wenn sie zumindest beide treffen würden, versteht sich. Das ist immer so eine Sache bei mir. Ich habe immer das Gefühl, ich treffe nicht immer, weil ich weiß gar nicht, was das soll. So, jetzt nochmal los. Weil der ist auch ziemlich gefährlich. Der härtet sich ja nur. Ja, der ist nicht gefährlich, sondern wie wir schon aus der zweiten Arena kennen, er ist nur nervig. Ja. Was? Langsam? Och Gott. Hui, ja, los. Jetzt ist er im Sandtop. Einfach draufkloppen. Das müsste es jetzt ja sein, genau. Dann darf Cinderella jetzt mit seinem, mit ihrem, oh, wir müssen ja korrekt bleiben, wir, mit ihrem Sandgrab gleich das nächste Pokémon einfach angreifen. Oh, Level 27. Und was haben wir jetzt? Oh. Nose. Oh! Das war ja. Okay. Einfach durchdrehen, einfach durchdrehen. So. Double Kick. Und Kiss. Ja, das dürfte so ziemlich gewesen sein, richtig. Babam. Und lass mich raten, wenn wir nichts finden gleich. Ich würde sagen, wir nehmen einfach am Stück auf, oder? Und dann schneide ich es einfach zurecht. Ja, passt. So. Ach so, der möchte natürlich meine Telefonnummer haben, natürlich. Nee, da ist original nichts drin und da komme ich auch nicht weiter. Wenn dich jeder Tag nicht anrufen würde, die du in Pokénav hast, dann hättest du ordentlich anrufen zum Antwort. Ja, ist so. Also zum Glück rufen die nicht so oft an. Bei Dingens in der zweiten Generation war das ja so, dass man immer wieder angerufen wurde. Ja. Aber so, da hatte man noch eine humane Anzahl an Kontakten. So, jetzt haben wir noch zwei Wege, die ich glaube ich noch gar nicht gefunden, die ich jetzt noch nicht so wirklich weiß, ob ich. Surfer? Guck mal, dadurch, dass jetzt Surfer ist und dann grüne Leiter ist, gehe ich mal davon aus, dass entweder ist da oben legendäres Pokémon oder was anderes Wichtiges. Ja. Also die Stelle merke ich mir auf jeden Fall mal. Hier gibt es was Wichtiges später. Und wenn ich jetzt hier nichts finde, würde ich mal sagen, gibt's hier nichts weiter. So. Dann legt er sich fest. Ja. Und hier war nur, dass ich jetzt hier rausfahren kann. Dann glaube ich, lande ich doch wieder am Anfang, weil da war eine Runde, ne? Ja, genau. Okay, wir sind hier fertig.